In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapharnaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Ich bin nicht sicher, wie es Ihnen geht, liebe Schwestern und Brüder. Ich bleibe bei diesem Satz unweigerlich hängen. Nicht nur, weil wir wissen, eigentlich seit frühen Tagen, oder wenn man ein wenig Ahnung vom Evangelium hat, wie wichtig das Kind ist. Denn wir finden es gleich am Anfang des Evangeliums. Wenn die Evangelisten sagen, zumindest Lukas und Matthäus es uns in dieser Weise berichten, dass Gott selber ein Kind geworden ist. Was feiern wir sonst? Weihnachten. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte. Lasst uns, liebe Schwestern und Brüder, dieses Kind ein wenig anschauen. Wenn wir dieses Wort hören und das Kind in unserer Mitte sehen, das Jesus auch heute in unsere Mitte stellt, dann sehen wir aufgrund der Geschehnisse in der Kirche zunächst ein missbrauchtes Kind. In der Stunde, in der wir sind, in dieser Stunde der Kirchengeschichte, stellt Jesus ein missbrauchtes Kind in unsere Mitte. Wir werden uns dem die nächsten Wochen und Monate nicht entziehen können. Es gab schon einmal einen Anlauf, aber Sie haben es mitbekommen oder bekommen es mit oder leiden auch darunter oder schütteln den Kopf oder verzweifeln an der Kirche. Dieses Kind steht wieder in unserer Mitte. Diese Woche tagt die Bischofskonferenz, es wird eine Studie veröffentlicht, die ist schon geleakt, manches ist daraus bekannt. Vieles ist nicht neu und dennoch ist das alles erschütternd. Gerade der in die Mitte seiner Kirche, in die Mitte der 12 Jünger ein Kind stellt, der steht heute als missbrauchtes Kind in der Mitte seiner Kirche. Es gibt viel Spekulationen darüber, über alles Mögliche. Ich will mich darüber nicht auslassen. Ich möchte nur, dass wir es wahrnehmen. Ich weiß nicht, ob diejenigen die richtigen Ankläger sind, die bis in die 80er Jahre noch in ihren Parteiprogrammen Pädosexualität als Freizügigkeit gefeiert haben. Ich bin nicht sicher, ob das die richtigen Ankläger sind. Das entschuldigt in der Kirche übrigens niemanden. Sondern wir müssen selber für Klarheit sorgen. Bei uns in der Kirche, liebe Schwestern und Brüder, ist das und war das immer ein schweres Verbrechen. Nicht nur das Ausnutzen einer Schutzzone, sondern eben im Namen dessen zu handeln, der ein Kind in die Mitte stellt, um es dann als Mittel zum Zweck zur Befriedigung der eigenen Lust oder was auch immer. Ich weiß nicht, was in seinem solchen Hirn vorgeht. Das wissen manchmal die Therapeuten selber nicht. Sie sind ratlos oft. Lesen Sie einmal die Stellungnahme etwa von Professor Lütz aus Köln, der da sehr viel Erfahrung hat. Aber laut Evangelium, laut Christus,
Ist das Kind nicht ein Mittel zum Zweck? Oder, wie in der Zeit Christi selber noch, eher eine Sache nach römischem Recht? Wir müssen uns das immer vor Augen halten. Sondern Mittelpunkt christlicher Religion und christlichen Glaubens. Er stellte ein Kind in ihre Mitte. Jesus ist der Erfinder der Kinderrechte. Wir brauchen da keine Parteien zu. Und ich wundere mich über unsere Bischöfe, dass sie vor lauter Verschrecktheit und Angst hinter die Büsche verschwinden und das nicht laut sagen. Kinderrechte sind eine Erfindung des Evangeliums. Ihr Erfinder heißt Jesus Christus, Sohn Gottes. Niemand anderen. Das gibt es vorher in der Welt nicht. Und deshalb ist in der Kirche dieses Verbrechen und seine Vertuschung so unendlich groß, weil es eine direkte Sünde gegen Gott ist. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte. Es geht vielleicht nicht nur um den Missbrauch, wenn ich lese, dass gestern ein Vertrag zustande gekommen ist zwischen dem Vatikan und der Volksrepublik China. Dann sehen wir in diesem Kind, das in der Mitte steht, auch jene wehrlosen Christen, die bis gestern in China im Untergrund leben mussten. Ich kenne persönlich Mönche in einer Garage versteckt, die nie irgendetwas anziehen können, die dort offiziell Unterricht bekommen, wenn sie zusammen beten. Mit dem Vertrag von gestern sind diese Menschen, die jeden Tag, jede Stunde ihr Leben riskiert haben, diesem kommunistischen Regime ausgeliefert. Sie sind schutzlos. Sie sind verraten worden. Jesus stellt ein Kind in unsere Mitte. Auch all diese Christen sehen wir in diesem Kind. Und vielleicht finden Sie andere Beispiele. Wir dürfen das nicht so stehen lassen. Wir müssen verstehen, warum Jesus dieses Kind in unsere Mitte stellt. Es ist ja eine Reaktion Jesu auf seine Jünger. Jesus gibt einen innersten Blick in das, was sein Schicksal ausmacht. Der Menschensohn, er will sie alleine haben, die Apostel. Und dann sagt er ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert werden, sie werden ihn töten, doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Das ist wahrlich schwer zu verstehen. Wir haben darüber schon am letzten Sonntag nachgedacht, als Petrus das irgendwie nicht kapiert mit dem Messias und was das hier für ein Messias ist, wer der Messias Gottes ist und wie er ist. Aber der Rest der Truppe versteht es auch nicht. Also reden Sie lieber über was anderes. Über Ränge. Wer ist mehr? Wer hat mehr zu sagen? Und ich staune auch darüber, dass wir innerhalb der Missbrauchsdebatte jetzt von vielen Bischöfen immer hören, ja, jetzt ist die Stunde, da der Klerus endlich seine Macht abgeben muss. Es gibt ein altes Wort von Baruch Spinoza. Das heißt, wenn Petrus über Paulus spricht, spricht Petrus über Petrus. Mich erinnert das daran. Denn ich frage mich dann, was habe ich für eine Macht? Gut, ich habe einen Sakristeischlüssel und den von der Kirche. Das kann man als Machtposition auslegen. Es ist aber als Rektor hier meine Aufgabe zu schauen, dass hier kein Unheil geschieht. Gut. Ich habe auch die Macht des Wortes, dass ich hier predigen darf. Das stimmt. Damit kann man auch Unheil anrichten. Ich hoffe, davon bleiben Sie weitgehend verschont. Ich habe auch als Priester die Macht, im Namen Jesu Christi und seiner Kirche Sünden zu vergeben. Das wird wenig beansprucht, diese Macht. Das ist vielleicht mit einer der größten. Aber dann hört es dann schon langsam auf. Ich frage mich immer, wenn unsere Bischöfe da über Macht sprechen, sehen unsere Bischöfe dann wirklich diese feinen Spielchen, womit sich wirklich Priester und Bischöfe als wunderbare Nachfolger der Apostel zeigen, wie hier im Evangelium? Wenn jemand nicht mitspielen darf, wenn man ihn so in diesen feinen Nuancen spüren lässt, du gehörst nicht dazu. Das
liebe Schwestern und Brüder, ist eine sehr subtile Form von Macht. Die will Jesus korrigieren. Das sollte es eigentlich nicht geben. Es geht nicht darum, dass wir Positionen haben und dann offiziell Demut spielen. Das ist ein Theater. Jesus stellt die Unbefangenheit und Wehrlosigkeit eines Kindes in die Mitte seiner Kirche als Maßstab. Und an diesem Maßstab, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir uns messen lassen. Und Jesus identifiziert sich ganz stark mit diesem Kind, indem er es umarmt. Indem wir in diesem wehrlosen, unbefangenen Kind ihn selber sehen sollen. Denn genau so geht er in seine Passion. Und wenn wir sagen, dass die Kirche Leib Christi ist, Christus in unserer Zeit, wer hat uns eigentlich erklärt, dass wir als Kirche, auch hierzulande, nicht auch eines Tages, oder vielleicht ist es schon soweit, ich weiß es nicht, durch die Passion gehen müssen? Vielleicht sollten wir unser Christsein so verstehen, dass wir in der Einfachheit und Unbefangenheit eines Kindes, wie Christus selber, diese Zeit der Passion auf uns nehmen. Das ist keine Beschönigungsstrategie, das ist keine Vertuschungsstrategie, sondern Ehrlichkeit. Vielleicht die stärkste, die wir Christus gegenüber, ihm persönlich gegenüber einnehmen können. Lass mich so wehrlos, so unbefangen sein, wie du selber warst. Und lass mich so alles annehmen, was kommt. Und sei es eine Zeit der Passion.